Und herzlich willkommen zurück zu Clicker Hero Folge mittlerweile 9. Ja, wir haben Level 360 geknackt. Stimmt nicht ganz, aber wir sind bei Level 360. Ist aber auch egal, denn viel wichtiger ist, dass wir jetzt erst ascenden, um zu gucken, wie viel Agent wir bekommen. Und dann transcenden. Einfach, weil es geil ist. So, Vollbildmodus. Das heißt, bam, bam, buja. So, wir bekommen 12. Das ist heftig. Also, reicht aus für den Anfang auf jeden Fall. So, dann tun wir das auch gleich mal. Bam. Wie man sieht, wir haben jetzt erstmal wieder alles verloren, ne? Keine Hero Souls. Die, Söldner sind auch erstmal weg, die kommen natürlich wieder, das heißt, die verschwinden nicht, sondern nur der Reiter ist weg. Sobald wir Level 100, sobald wir Level 35 erreichen oder 40 oder so, kommen die dann wieder. Aber jetzt erstmal sind sie quasi weg. Du gehst bitte auch weg. So, leider kein Fisch, schade. Was wir jetzt machen könnten, wäre eine Quick Ascension. Dann kommen wir halt gleich 7 Hero Souls. Der Vorteil ist, wenn wir eine Quick Ascension machen, kommen dann auch die Söldner gleich sofort wieder. Warum das so ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir jetzt 12 Ancient Souls und eine überweltliche Macht von 2,08. Wow. Und das ist halt auch der Grund, weswegen das jetzt mit der neuen Version wesentlich schneller geht, weil für die, die das alte Let's Play geguckt haben, die wissen das. Bei der alten Version hat diese überweltliche Macht mit 1% noch was begonnen. Das heißt, da wurde jeder Boss gerade mal um 1% stärker, also hat um 1% mehr Hero Souls gedroppt. Und jetzt haben wir gleich direkt 2% mehr Hero Souls pro Boss. So, die 12 Ancient Souls können wir direkt mal hier bei DPS droppen. Dann machen wir direkt 10, dann haben wir nämlich 1000 DPS. Machen wir auch. Bam. So. Und dann haben wir noch mal 2 übrig und die würde ich persönlich einfach hier einmal, dann haben wir hier 1000% mehr Hero Souls und dann vielleicht noch hier bei Admin. Oh ja, bringt das nicht allzu viel, Admin halt hochzuleveln. Bringt am Anfang eher wenig. Was haben wir hier? Idle Bonus nutzen wir nicht. Agent Cost, also quasi das Aufleveln der Agents bringt auch noch nicht. Das wären halt 5% gerade mal. Von daher. Okay, komm, bleiben wir bei Admin hier. So, bam. So, das heißt, wir haben jetzt direkt so schon mehr. Und haben davon nochmal das 11-fache insgesamt. Also. Hero Souls, wenn wir jetzt echt mehr als genug bekommen. So, was wir jetzt am Anfang machen, ist erstmal speichern. Ja, der kann überschreiben. Und dann würde ich tatsächlich eine Quick Ascension machen. Bam. So. Jetzt haben wir unsere Söldner nämlich wieder, tada! Und wir haben die Hero Souls. Und wenn wir ein bisschen Glück haben, sieht nicht so aus. Ah, scheiße, die Wand an. Ah, doch, ja, sehr schön. Haben wir direkt Juggernaut. Sehr schön. Das heißt, wir haben jetzt unsere Combo. Wir haben sowieso den 11-fachen Schaden, den wir machen. Wir sind also quasi jetzt schon ein bisschen OP. Das heißt, die ersten 100 Level sollten wir jetzt direkt in der ersten Aufnahme schaffen können. Mal gucken. Und das war halt auch so eine Sache, die halt bei der alten, ne, bei der alten Version, da gab es den hier halt noch nicht. Diesen Ponyboy gab es da halt noch nicht. Nee, Pandoris.
Und deswegen war halt jede Transaction erstmal ein schwieriger Anfang. Hier geht es tatsächlich. Der Anfang ist schneller, wir bekommen mehr Hero Souls, wir bekommen viel mehr Hero Souls. Also es ist schön. Ab jetzt wird das Let's Play, also geht es nur noch bergauf. Ja. So, dann leveln wir den mal hier auf Level 10. Gut, Level 25 ist auch direkt drinne. Level 50 wird noch ein bisschen teuer. Ja, haben wir aber auch gleich geschafft. Sehr schön das Ganze, sehr schön. Tja, ich hätte eigentlich auch mit der Belohnung abholen, warten können bis jetzt. Hätten wir uns jetzt die, Quatsch. Ach ja, den Kleinen gibt es jetzt ab 135, da war ja was. Der Kleine bringt uns jetzt noch gar nichts. Na gut, hab nichts gesagt. So, gucken wir mal. In der ersten Ascension hatten wir 321 Hero Souls und jetzt haben wir ganze 7. Wow! Ja. Und wir haben dreimal Ascended in der alten. Also zweimal Ascended, hatten also drei aktive Ascension. Wobei da natürlich die Quick Ascensions reinspielen, weil wirklich Ascended haben wir ja nie. Also außer am Ende einmal die letzte Ascension. Also wir haben zweimal Ascended. Aber die erste Ascension war eine Quick Ascension, war also keine echte Ascension. Und die letzte Ascension haben wir bloß gemacht für die Transcension. Das heißt, wir haben quasi die allererste Transcension in einem Rutsch durchgemacht. Schon nicht schlecht. Kann man schon machen. Gut, in dem Fall liegt es halt auch daran, dass wir hier direkt die Autoklicker am Anfang hatten. Das hat schon mächtig geboostet. Das ist ja so in der Regel eher nicht so. Oh, Level 75, nochmal verstärken. Oh, noch Level 100 und direkt nochmal verstärken. Alter, das ist ja hier. Wir sind jetzt schon Level 23. Läuft. So, 1E6 haben wir auch gleich. Naja, bald. Na doch, gleich. Aber das Schönste ist halt, wir haben direkt unsere Kombo wieder. Ist das nicht herrlich? So, Level 125. Und nochmal das Dreifache an Schaden. Also Kickschaden. 5E6 haben wir auch gleich. Dann haben wir den direkt schon aufgelevelt. Alter, wie schnell das jetzt geht mit dem DPS-Bonus. Ich meine, klar, ich weiß, es gibt viele Leute, die setzen am Anfang erstmal direkt auf Hero Souls. Die geben am Anfang erstmal hier eine Menge aus. Finde ich persönlich aber gar nicht so sinnvoll, weil am Anfang hat man sowieso für den Vergleich relativ viel Hero Souls. Am Anfang ist halt erstmal wichtig, dass man relativ schnell in die Gänge kommt. Und da ist das tatsächlich schon relativ gut. Ich meine, wir müssen uns mit der zweiten Transaction jetzt nicht so viel Zeit lassen. Wir können quasi die zweite Transaction auch gleich nachschieben. Dann können wir dann die Ancient Souls in hier drin investieren. Aber ich meine, wir haben jetzt schon 1000 mehr und bei der nächsten hätten wir dann zwar das Vierfache, aber das ist so auch erstmal guter Anfang. Vor allen Dingen muss man dazu sagen, er wird halt auch immer teurer. Ne? Bei jedem Level wird er um 1 teurer. Also quasi genauso wie die Ancients, die wir hier hatten, die Antiken. Ne? Level 2 kostet dann 2, Level 3 kostet dann 3 Ancient Souls, Level 4 dann 4 und so weiter und so fort. Genauso ist das halt ja, hier bei den Klickern auch gewesen. Also bei dem für Klickschaden und bei dem für kritischen Schaden. Haben wir jetzt leider gar nicht. Schade eigentlich. More Tether Chests. 10-fach Gold. Holy shit. Ist beides gut. Aber wie gesagt, ist halt Gold und ich gehe am Anfang ja eher auf Klickschaden. Das heißt, wir werden am Anfang erstmal ein paar Mal rollen, so lange bis wir wieder diesen Joystick haben, der kritischen Klickschaden hinzufügt oder diesen anderen Typen, der allgemeinen Klickschaden erhöht. Oh, wir stacken. Warum sagt das denn keiner? 25 Level und 3,5-fach. Boom. So, können wir jetzt mal hier die anderen auch ein bisschen aufwerten.
Ist alles nur Eigenschaden? Schade eigentlich. Ah! Erhöhung des Klickschadens. Sehr schön. So. Eigenschaden, Eigenschaden, Eigenschaden. Power Surge. Klickschaden. Sehr schön. Und nochmal Eigenschaden. Jetzt haben wir die ersten Fähigkeiten von freigeschalten. Sehr geil das Ganze. Oh. So, dann. Eigenschaden, 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 schade. Eigenschaden, Eigenschaden, alle. Oh, ich habe den übersprungen. Gut. Ja, ein Fisch. Und ein Ruby bekommen. Sehr geil. Und nochmal Klickschaden. Sehr schön. So, Betty Klicker hier, unsere kleine Göttin, die den Schaden von allen erhöht. Und den Klickschaden erhöht. Na, Halleluja. So, The Masked Samurai. Macht auch nur Eigenschaden. Schade. Eigenschaden. 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 Oh. Gesamtschaden. Sehr schön. Alter, wir sind ja hier. Ist ja hier. Ist kein Insta-Kill, aber gut. Läuft. Eigenschaden, 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 Eigenschaden. Hm. Oh. Oh, hallo. Danke. Kritischer Klickschaden. Yay. Eigenschaden. Eigenschaden. Ab jetzt haben wir wieder kritischen Klick. Sehr schön. Wir sind am Anfang der Faktor. Am Anfang, achso, also 10-fach ist also der Standardfaktor. Ja, reicht ja mal hin, ne? Und dann nochmal kritischen Klick Damage Multiplizierer. Na, wunderbar, jetzt haben wir auch schon direkt 15. Nice. Das gefällt mir. So, und dann haben wir auch noch direkt Lucky. Alter! Also die Assassine hier, die port ja wirklich mächtig. Die hat den kritischen Klick und sorgt dafür, dass wir hier nochmal extra kritischen Klick haben. Das ist nicht schlecht. Das ist echt nicht schlecht. So, 1, 2, 3. Eigenschaden, Eigenschaden, Eigenschaden und auch noch Eigenschaden. Eigenschaden, Eigenschaden, Eigenschaden. Da komm. Danke. Eigenschaden. Ah, und wieder Klickschaden für Gesamt. Also, ja genau, Klickschaden. Klickschaden ist ja immer insgesamt, ist ja. Ja. Das, was man tut, wenn man klickt. Oh, ein Fisch da oben. Alter. Was macht der da oben? Bam, sehr geil das Ganze. Ich glaube, ich nehme hier überall erstmal 25 Level, damit wir hier. Dann halt nicht. So, Eigenschaden, Eigenschaden, Eigenschaden und Eigenschaden. Hm. Alter, der ist schon Level 63. Naja, das ist, was ich meine. Deswegen am Anfang erstmal hier auf DPS gehen, weil dieser anfängliche DPS-Buden, der macht halt schon einen krassen Unterschied. Ist schon nicht zu verkennen. So. Was ist denn hier? Da. Bam, bam, bam. Beides aber nur Eigenschaden. Hier. Ah, für alle Helden. Sehr schön. Langsam haben wir wieder unsere volle Stärke zurück. Und Klickfisch. Aber kein Rubin. Schade eigentlich. Kritischer Klick. Holy shit. Gold. Jetzt verdienen wir ein bisschen mehr Geld. Sehr schön. Danke, danke. Tuturu. Weg da.
Wir pfeffern hier einfach durch. Es ist ja abartig, ist das ja. Ach, wir haben unsere Kleine schon wieder zurück. Hey, ich dachte, er ist bei Level 135. Ach ja, wieder Quick Ascension. Ja, stimmt, da kann man der Kleine auch gleich zurück mit. Ja, today's Wait haben wir leider schon. Hätten wir auch jetzt machen können, weil wir hatten ja eh nur 4 Hero Souls bekommen. Die hätten uns jetzt mehr gebracht als vorhin, aber pff, ganz ehrlich, wir kommen gerade so locker flockig durch. Das ist, da müssen wir uns jetzt keine Vorwürfe machen, irgendwie, das ist, also da kannst du keinem erzählen, dass das hier irgendwie uns bei der Arbeit behindert. So, sehr schön. Eigenschaden, Eigenschaden. Na komm, komm, ich will nicht klicken. Klick. Guck mal, wie der Balk hier durchrast, das ist doch abartig. Das ist doch nicht mehr, Junge, wir haben Menschenrechte. Auch Monster haben Menschenrechte. Ja? Da staunt ihr, ne? Buja. Irgendwas Besonderes dabei gewesen? Ja, Metalldetektor. Ah. Nee, lass ich mal noch. So, hier Click Damage. Sehr schön. So, King Medias geht bis 125, genauso wie dieser andere Typ hier. So, und die haben auch ein paar besondere Features. Der hat sowieso Gold. Aber auch golden Klicks und kritisch Klickschaden. Ne, der hat kritisch Klickschance. Also die Wahrscheinlichkeit. Und er hat aber dafür den Schaden als solches, der erhöht wird bei kritischen Klicks. Ach komm. So, Eigenschaden, Eigenschaden. Genau, und hier wird der Damage multipliziert. Also nicht multipliziert, sondern der Multiplikator wird erhöht. So rum. Ah, ausdrucksweise muss man genau überlegen, wie man seine Sätze formuliert, damit das auch mathematisch korrekt ist. Und da haben wir schon Armenhop. Hopp, hopp. Wie hin jetzt hier? Dauert mir zu lange. Ja. Fuck, ernsthaft jetzt? Hat er mit Absicht gemacht. So, Eigenschaden, alle Helden. Ah ja, stimmt, Armenhop hat ja auch für alle Helden immer. Es gibt so ein paar Ehrenmänner hier, ne? Die machen nicht nur Eigenschaden, sondern die unterstützen alle. Und vor allen Dingen, das Besondere ist ja, alle heißt auch alle, die noch folgen werden. Also zum Beispiel Frostleaf. So als Beispiel. Ich meine, der ist ja sowieso schon komplett OP, aber jetzt ist er noch mehr OP. Tja, den müssen wir jetzt auf Level 50 hieven. Sonst kriege ich hier Herzkasper wie eine hässliche Zahl. Bam. Sehr schön. So. Eigenschaden, Eigenschaden. Naja, gut, okay. Und der Level 100. Oh, Mist. Da hat man es gerade gesehen. Ich muss mal gucken, dass wir den nächsten Boss vielleicht nicht so schnell schaffen. Ich weiß aber nicht, wie wir das machen sollen. Wenn ich das jetzt wegnehme? Genau, okay, dann wird es ein bisschen langsamer. Gut, dann kaufe ich jetzt erstmal keine Upgrades mehr, damit der nächste Boss ein bisschen langsamer ist. Dann habe ich nämlich euch Zeit, etwas zu zeigen. Tada, so. Wir haben einmal 11 Hero Souls, die wir durch das Monster bekommen. Und zusätzlich zu den 11 haben wir jetzt noch 242 Hero Souls durch die Transcension Power. Und da merkt man schon den Unterschied, das ist mehr als das 20-fache. Das heißt, nach dem Boss haben wir bereits mehr als 240 Hero Souls, die wir bekommen. Alleine durch die Transcension. Und das ist halt echt scheiße krank. Seht ihr? Das heißt, der Wert hier, ne, weil wir, also normalerweise hätten wir jetzt irgendwie so 24 Hero Souls bekommen durch die Transcension, aber weil wir den Wert ja auch schon erhöht haben, um, also plus 1000%,
also insgesamt auch das Ölfache, haben wir halt jetzt schon alleine deswegen beim ersten Boss wohlgemerkt, beim ersten Boss bereits 224 Hero Souls bekommen. Und das Kranke ist halt, dieser Wert, diese 224, steigt bei jedem Boss um 2% an. Und das ist aber wieder dieses Stack multiplizieren. Das heißt also wirklich mal 1,2, mal 1,2, mal 1,2. Das heißt, der Wert steigt extrem heftig an. Und ja, das ist das, weswegen man möglichst schnell versuchen sollte, die erste Transaction durchzuführen. Und auch wenn ihr jetzt privat spielt und noch nicht die Autoklicker habt und gerade mal bei Level 300 seid, sobald ihr eine Transaction machen könnt, macht sie auch. Weil, wie gesagt, eine Transaction bringt halt so unendlich viel. Und wegen der Kostenverteilung würde ich es halt so machen, wenn ihr hier nur eine einzige habt, nur eine einzige Ancient Souls, würde ich die hier reinpacken, bei Ponyboy. Alles, was ihr dann noch zusätzlich habt, würde ich aber hier bei Pandorius reinstecken. Dann habt ihr halt scheiße viel Hero Souls und einen schönen DPS Boost. Und ja, die Folgen davon habt ihr gerade gesehen. Wir sind so scheiße OP. So. Wir können jetzt heute gleich direkt die erste Ascension machen. Dann haben wir 229 jetzt schon. Das gefällt mir. Und vor allen Dingen das Allerschönste ist halt, es gibt es hier nicht bei der alten Version. Da hatten wir auch dieses Limit, dass wir pro Boss nur maximal so und so viele Hero Souls bekommen können. Der Wert, der hier unten stand. Dieses Limit gibt es jetzt aber nicht mehr. Bei der neuen Version. Das heißt, Hero Souls verdienen war noch nie so einfach wie heute. Digga, wir haben bereits 500. Siehst du, jetzt bekommen wir hier weniger, als wir so bekommen würden. Das heißt, jetzt bringt das hier so gesehen nichts mehr. Alter, das ist so krass. Puh, geil. Das gefreut mir aber. So, Frosty fahren wir auch bald. Sehr schön. Ich würde aber gerne erstmal hier die oberen Fischer hochleveln. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. So, Dark Ritual. Sehr schön. Eigenschaden. Eigenschaden, Eigenschaden, Eigenschaden. Achso, hatte ich schon. So, bei dem können wir gleich bis 150 machen. Dann haben wir nämlich auch hier diese Ascension. Für alle Helden. Sehr geil, das Ganze. Können wir hier mittlerweile? Nee, können wir nicht. Wollen wir hier trotzdem so ein paar. Das wird hier ein bisschen schneller werden. Wir wollen ganz schnell ganz viel Hero-Souls haben. Oh, das wird ein Spaß. So, wo war ich? Hier oben war ich. Für alle Helden sehr geil. Superklicks. Superklicks, sehr schön. 200% plus. Hashtag läuft. Ja, die Dinge brauchen wir jetzt mittlerweile eigentlich fast gar nicht mehr. Das ist jetzt hier, Alter, wir haben schon fast 1000 Hero Souls. Und das, obwohl wir gerade bei Level 130 sind. Das ist so krank, ey. Ist so unendlich krank. Da werden wir uns echt ein paar schicke Engines kaufen können. Ah, wir haben endlich mal Reliquien. Na, schau mal einer, guck. Hatten wir ja letztens nicht gehabt, obwohl wir bis Level 360 waren. Danke dafür. Jetzt haben wir Reliquien. Ja, Reliquien sind quasi so Items, wenn man, es gibt ein bestimmtes Monster und wenn man das tötet, dann bekommt man quasi ein Relikt. Und dieses Relikt ist quasi einfach nur ein Verstärker für das hier. Das heißt, zum Beispiel das Relikt erhöht Vagus und Vagus wiederum sorgt dafür, dass diese Dinger schneller wieder verfügbar sind. Also quasi reduziert den Cooldown. Und er verstärkt den Berserker, der quasi dessen Zeit erhöht. Normalerweise hatte er 30 Sekunden. Jetzt wurde er aber um ein Level erhöht. Und ein Level bei Berserker heißt 2 Sekunden plus. Und deswegen haben wir jetzt hier 32 Sekunden Dauer. Und das machen quasi diese Reliquien. Die Reliquien leveln quasi die hier kostenlos hoch. Genau.
Der Vorteil ist, wie man aber auch schon sieht, hier werden auch welche gelevelt, die wir noch gar nicht haben. Weil Wagur und Berserker haben wir ja gar nicht. Trotzdem werden die aber gelevelt. Das heißt, es ist an sich erstmal gerade am Anfang relativ gut. Im späteren Spielverlauf werden die Viecher hier komplett useless, aber das ist eine andere Sache. Erstmal sind sie halt ein bisschen vorteilhaft. So, wir können Frostleaf kaufen und damit zerficken wir das gesamte Spiel. Bam, Feierabend. Ihr könnt nach Hause gehen. Ich kann nach Hause gehen, wir alle können nach Hause gehen. Das Spiel spielt sich ab jetzt von selber quasi. So, 25 Level. Nochmal 25 Level. Ist aber bloß Eigenschaden. Ist auch bloß Eigenschaden. Schade. Ah, ein Engineizer. Ein Engineizer. Sehr schön. Können wir mal das Ding hier wieder machen? So, haben wir wieder 1,1-fachen Schaden. Dann haben wir hier den Kiss of Death. Eigenschaden, Eigenschaden. Ah, Reload. Sehr schön. Jetzt haben wir hier. Ey, man kann die Zahl gar nicht lesen. Was ist denn das für eine Scheiße? Was soll das für eine Zahl darstellen? 707. Ach, hä? Also, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, ist das wieder eine 5 oder eine 6. Macht aber beides keinen Sinn. Weil eigentlich müssten das 480 Minuten sein. Das heißt, es müssten noch 477 Minuten übrig sein. Ach so, halt. Klar, wir haben halt den Cooldown verringert. Stimmt ja. Minus 4% Cooldown. Das heißt, von diesen 480%... Ja, dann ist das hier also tatsächlich... eine 5? Nein, macht keinen Sinn. Ah doch, du solltest hier eine 5 darstellen, oder? Warte mal ganz kurz, kann ich hier ranzoomen? Nee, ranzoomen kann ich leider nicht, weil sich jetzt das Spiel halt dauerhaft anpasst. Das heißt, wenn ich hier mal drauf rauszoome, bleibt das Spiel trotzdem genau gleich. Ist halt so. Aber ich kann... Achso, ist das jetzt eine gute Idee? Gleich stürzt der Browser ab. Ich schwöre. Ich kann den Browser größer machen. Noch größer machen. Und jetzt... Moment mal, warum geht das nicht? Mist. Mano. Ich hasse Flash Games. Normalerweise kann man mit der Alt-Taste Fenster verschieben. Habe ich gerade irgendwas aktiviert? Warum geht das gerade nicht? Naja, ist auch egal. Bitte wieder kleiner werden. Bitte wieder kleiner werden. Wow. Ja, ich glaube, das mit dem Fenster ganz groß machen war irgendwie ein Fehler. Irgendwas hängt es hier gerade. Ein Fisch. Okay, lieber alles. Ich habe nichts gemacht. Alles gut. So, wo waren wir gerade stehen geblieben? Genau. Auf jeden Fall steht jetzt hier irgendeine Zahl. 454 Minuten. Jetzt aktiviere ich das Ding hier. Und habe nur noch 394 Minuten. Weil halt 60 Minuten abgezogen wurden. Also eine Stunde halt. Das ist eigentlich das, was ich zeigen wollte. Genau. So. Oh, Alter. Ja, der Button ist endlich verfügbar. Siehst du, jetzt brauchen wir nicht mal hier raufklicken immer, sondern können einfach hier raufklicken und alle Upgrades werden automatisch gekauft. Ist das nicht wunderbar? Ist das nicht schön? Ist das nicht geil? Ist das nicht herzallerliebst? Noch ein Fisch. Alter. Läuft bei mir. So, haben wir jetzt eigentlich mittlerweile alles an Upgrades gekauft. Hier ist nichts mehr, was noch schwarz ist. Sehr schön. Tja, dann würde ich mal sagen, machen wir mal eine kleine Folgenpause. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin,
Schau mit V.